Herzlich willkommen. Ich male und erzähle euch eine Geschichte über das Himmelreich. Ein Mann, wir sagen ihm jetzt mal Sepp, arbeitet auf dem Feld. Das Feld gehört seinem Chef, seinem Arbeitgeber. Ja, der Sepp selber hat ein bisschen finanzielle Probleme. Sein Geld reicht einfach nicht genug weit her. Er hätte ja schon auch gerne mal etwas Eigenes, aber eben. So in Gedanken versunken, ist der Sepp am Arbeiten, wo er plötzlich auf etwas stößt mit der Schaufel. Was ist jetzt auch das? Es ist etwas Herz, komisch in der Erde. Sicher wieder so ein riesiger Stein, der so mühsam ist zum Rausholen. Ein bisschen genervt, weil er nicht effizienter arbeiten kann, schaut er genauer hin, was da unter der Erde Herz ist. Das ist ein Schatz. Wow, dort innen in dem Schatz ist so ein wertvoller Inhalt. Mit dem Fund würde ihm nun alles gut werden. Alle seine Versorgungsprobleme könnten gelöst werden. Wenn der Schatz nur mein wäre, denkt der Sepp. Was für mich und meine Familie wäre dann lebenslänglich gesorgt? Immer genug haben. Keine Angst, dass es nicht reicht. Im Sepp ist klar, der Schatz muss ich haben. Während er seinen Fund wieder sorgfältig versteckt, dass ihn ja niemand anders sieht, macht er sich einen Plan. Heute gehe ich heim und erzähle meiner Frau von meinem Fund. Ja, sie muss mich unterstützen, damit wir alles, aber auch wirklich alles, verkaufen können, um genug Geld zu haben, damit wir das Feld kaufen können. Und so würde uns ja der Schatz gehören. Niemand versteht, was da der Sepp und seine Frau am Machen sind. Sie denken, der Sepp ist auch durchgedreht. Aber das macht ihm Sepp nichts. Er weiss ja, für was er das alles macht. Er hat nur ein Ziel, den Schatz zu seinem eigenen zu machen. Das Himmelreich ist wie der Schatz. Verborgen. Wertvoll. So wertvoll, dass er alle Versorgungsängste wegnehmen kann. So, dass für immer für uns gesorgt ist. Gott ist ein Gott, der Schätze für uns versteckt. Was hat euch Gott noch alles für Schätze für mich versteckt? Ich spüre Freude an einem Gott von den verborgenen Schätzen. Freude darauf, auf seine verborgenen Schätze zu stossen. Freude über die Schätze vom Himmelreich, die ich schon gefunden habe. Mein Vertrauen in den Gott, der mich versorgt, wächst. Ich will meinen Blick immer wieder auf Gottes Schätze fokussieren. Ich wünsche auch dir viel Freude auf der Schatzsuche im Himmelreich. Wenn dir meine Geschichte gefallen hat und mein Malen, freue ich mich sehr über ein Like von dir. Auch über einen Kommentar freue ich mich sehr. Und es wäre schön, wenn du die Geschichte auch weiter teilst mit anderen. Und am allermeisten freue ich mich darüber, wenn ich dich auch anstecken kann, selber auch zu Pinsel und Farbe zu greifen und dir eine Zeit nehmen beim Malen, wo du dich einfach auf Gott ausrichtest und mit ihm zusammen Zeit verbringst, auf ihn hörst, mit ihm redest und dazu deinen Pinsel schwenkst. Tschüss!